Die Pferde sind hier, genau. Team hat einen Fahrer jetzt auf der Bahn. Wir haben heute Morgen eine spezielle Strecke hier rausgesucht. Das funktioniert ganz gut. Und ich denke, wenn die Jungs hier mit den Pferden runter sind, können wir starten. Los! Eine Runde und dann wird gewechselt hier in der Staffel zwischen der RG 1900 und dem Team Cycle Café. Wo kommt der her? Aus Düsseldorf oder Fellwald? Essen! Mit der Nummer 5, Lisa Brömmel, löst ab. Zu Lisa Brömmel noch einmal eine exzellente Straßenfahrerin, Europameisterin, deutsche Meisterin. Die ist bei ganz großen Straßenrennen am Start von dem Kurs. So, für Cycle Team fährt Chris. Schöne Ablösung. Wie beim Sechstagerennen. Ja, klasse. Das funktioniert schon unheimlich gut. Philipp Jesuermann hat jetzt abgelöst vom Team Cycle Café. Auf der Geraden. Und Claudio Catania, der hat richtig Meter gut gefahren. Das kann man schon sehen. Jetzt sind wir mal gespannt, was weiter passiert. Und Sie sehen es jetzt vielleicht auch, es werden andere Übersetzungen gefahren, also leichtere Übersetzungen, damit man auf dem tiefen Gelände auch vorwärts kommt. Das heißt also, der große... So, Wechsel der Spitzenreiter. Lisa Brömmel wechselt an Claudio Catania. M-
Mitte nur 8, Claudio Catania übernimmt doch mal richtig. Und jetzt geht es in die letzte Runde auch für die beiden Herren hier von der. Alles nochmal. Tolle Leistung. Herzlichen Dank an die beiden Mädels. Das war schon eine klasse Leistung hier auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Und hier kommt der Sieger dieses Rennens auch mit einem Riesenapplaus. Über 4. So, wir sind fertig. Die Traber können auf die Bahn. Die Rennfahrer bitte hier schnell in den Circle. Der ganz gut Deutsch spricht. Frage, gibt es so etwas, wie wir hier gemacht haben, auch in Italien? Ich kann es gar nicht sagen. Ich vermute, dass es hier einzigartig ist. Da sind wir natürlich ganz vorne. Wir haben ja auch lange überlegt, wie wir das machen. Jetzt war, wie fandest du denn die Strecke? So jetzt mal als Rennen gedacht. Ja, ich fand es ganz nett. Also mit der Wiese, ein bisschen Abwechslung. Ja. Das wird ja, oder bei den großen Rennen ist das bisher immer so ein bisschen kritisiert worden, dass sie nur Schotter fahren. Deswegen haben wir die Wiese mal mit reingenommen. Jetzt fahren wir den Mädels mal. Wie war denn die Wiese? Ja, auch sehr abwechslungsreich, hügelig. Da hat man auf jeden Fall ein paar Körner gelassen. Das merkt man auch. Du warst natürlich richtig draufgetreten, habe ich gesehen. Von deiner Warte her gesehen, war es gut oder könnte man da noch ein paar Schikanen mit einbauen? Ja, ich finde die Strecke super. Also, wie schon gesagt, sehr abwechslungsreich und. Die Idee ist natürlich, dass wir sowas im Sommer vielleicht nochmal an einem Abend machen. Interessant für die Zuschauer ist dann natürlich, die sehen euch besser. Wenn wir dort weiße und große Runden fahren, ist es immer langweilig, aber so sehen wir euch. Wir haben den Bildschirm da noch, wir haben das ganze Rennen da wirklich gut gesehen. Das war also eine gute Sache. Kein Kommentar? Wie die anderen schon sagten, Wiese brutal, einfach nur draufhacken, hoffen, dass es bald zu Ende ist. Aber echt vor, die Stadt hier gerade sehen konnten. Ich denke, wir haben alles richtig gemacht. So, wie war es für euch? Ihr seid ja keine Profis dabei. Nee, tatsächlich nicht. Mein erstes Rennen, alles super. Erstes Rennen? Was sagt die andere Dame? Auch das erste Rennen? Ja, das erste Rennen und es war cool. Wirst du denn nochmal wiederkommen? Das müssen wir aber machen. Und ihr beide habt einen tollen Sprint gefahren. Wir haben uns bemüht, ja, richtig. Finale war gut. Wer ist Dritter geworden, er oder du? Ja, dritt, weil beide im Herzen. Sprecht ihr jetzt noch miteinander? Tun wir. Okay, einen herzlichen Dank nochmal. Wir geben euch nochmal kurz die Zeiten durch, das ist auch ganz interessant. Ja, zur Information für die Zuschauer und natürlich auch für die Fahrer. Die Fahrerin mit der Nummer 7 hat die erste Runde in einer Zeit von 3 Minuten 4 Sekunden bewältigt. Wohlgemerkt, die starten ja hier auf der Strecke und die Zeitmessung ist dann hinten. Also von daher eine super Zeit. Der Fahrer, der danach gefolgt ist, der hat für die gleiche Strecke 2:49 gebraucht. Also gar nicht mal so viel schneller. Gesamtzeit für das Siegerteam 11 Minuten 52 Sekunden und 26 Hundertstel. Tolle Geschichte, viel Spaß euch allen noch und wir sehen uns heute Nachmittag. Herzlichen Dank euch allen.